Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Transportfieber. Nachdem wir hier in der letzten Folge ziemlich ein Gleisgewirr hier gebaut haben. Sieht echt merkwürdig aus, aber es ist cool. Allein schon deswegen hier. Wegen diesem Kreuz... Alter. Also da würde ich als Lokführer jetzt mal nicht rüberfahren, ne? Das sieht ja gefährlich aus. Naja. Okay. Wir gucken mal hier, wir haben hier einen Haufen Fahrgäste, die hier warten. Das sind für die Linie 533, für die Linie 132. Das ist schon mal nicht schlecht. Das läuft dann in Richtung Plus. Für unsere, ihr wisst schon, was ich sagen will. Nein, wisst ihr nicht. Für unsere Linien. So, hier kommt jetzt Kohle an, haben wir schon Eisenerz, ist auch schon da. Wenn die jetzt Stahl produzieren, dann haben wir das, was wir erreichen wollen. Dann können wir nämlich anfangen, das Stahl abzutransportieren. Und da ist auch schon der erste Stahl. Das heißt, wir können jetzt, der Stahl wird jetzt hier hochgefahren. Und zwar nach dahin. Und von dort aus werden wir das Ganze dann, hoffentlich, wenn das funktioniert, als Produkt nach Königstein schon mal fahren. Und nach Solingen können wir das auch schon mal bringen. Und dann haben wir nämlich schon mal die erste Güterkette geschlossen. Und dann sollten wir auch schon mal krisensicher Geld verdienen. Wir sehen hier, Linie 1 macht auch schon Gewinne. Also es geht vorwärts. Geht bergauf. Hätte natürlich die Bahnhöfe auch ein bisschen kleiner wählen können. Hätten wir auch mal ein bisschen Geld gespart, aber das ist jetzt auch mal egal. Auf jeden Fall funktioniert das. Mal gucken, was wir als erstes machen jetzt. Ich muss jetzt erstmal abwarten, ob das Ding hier oben Produkte auch wirklich herstellt, wenn da nur so ein bisschen Stahl ankommt. Wir können das Ding ja mal umdrehen. Oh, der fährt hier natürlich im Schneckentempo hoch, weil es zu steil ist. Das ist eher suboptimal. Müssen wir warten, bis wir stärkere Loks bekommen. Aber ist auch nicht schlecht, weil der hat da hinten keine Wartezeit. Jetzt ist mein Headset gleich alle. Zu wenig geladen. Der hat da hinten ja keine Wartezeit und dann ist das ganz gut, weil dann kann sich der Stahl da ein bisschen aufstauen. Aber wir können das ja einfach auch mal spulen. Fahren dann mit dem vielleicht auch mal eine Runde mit. In der Zeit, beziehungsweise erstmal drehen wir den mal. Drehen und dann fährst du mal wieder zurück. So, dann fahren wir mit dem mal eine Runde mit. Bergab ist er natürlich umso schneller. Jetzt wäre er volle Geschwindigkeit. Aber, ne, dran denken, ich habe jetzt die vierfache Geschwindigkeit vom Spiel angemacht, ne? So, das ist jetzt die... Gleich kommt die merkwürdige Kurve, die wir da gebaut haben. Also erstmal aufs Hauptgleis. Schön bauen machen wir auch noch, weil wir Geld haben. So, dann geht das hier rüber, zack, zack, über die zweite Weiche, über die Kreuzung, tak, tak. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, ob Stahl reicht, um da das Produkt herzustellen. Nebeneffekt ist natürlich, dass wir jetzt Schlacke da hinten produzieren, die wir dann auch... Wow. Da war wohl jemand mit der Grafik ein bisschen sehr optimistisch. Aber egal. Ja, da müssen wir eigentlich auch noch eine Umgehung hinbauen, sonst stauen sich die Züge da auf der langen eingleisigen Strecke. Das können wir auch noch machen. Aber eins nach dem anderen. Oh, ist auch eine schöne Senke. Aber wie gesagt, das ist wieder Thema schön bauen. Das ist natürlich eine ganz schöne Strecke, die er da zu fahren hat, aber was sollen wir machen? Irgendwann kommen stärkere Loks und dann geht das alles. So, jetzt geht's in die Fabrik rein. Mal gucken, wie viel Stahl wir dort schon gelagert haben. Auch viel ist es noch nicht. 20 Stück oder so. Na, 11 sogar nur. Okay, lassen wir den auf jeden Fall mal zurückfahren. Ah, jetzt wird das eng mit der Kohle. Wir machen Einnahmen 199, aber das pendelt sich ja jetzt erstmal ein. Da kommt der nächste Zug, der hier rein will.
zicke, zicke. 15.000. Wie viele Fahrgäste haben wir da jetzt? Linie 5. Linie 5 ist, glaube ich, die Buslinie da. Müssen wir gucken. Ne, ist die zweite Eisenbahnlinie. Ach, die ist gerade angekommen, okay. Dann müssen wir doch mal hier erstmal gucken, ob wir da eine kleine Ausweiche hinbauen irgendwo. Ziemlich in die Mitte wäre nicht schlecht. Also hier, so am an der Klippe lang. Muss ja nicht lang sein, die muss nur so, dass halt zwei Züge da reinpassen. Also einmal so, einmal hier rüberziehen, das sollte reichen, voll und ganz. Und einmal so, das Ganze natürlich mit Signale. Einmal und zweimal. Dass die Züge zumindest schon mal so ein bisschen aufeinander zufahren können. Wo ist jetzt unser Stahlzug? Der kommt dort hinten. Wie ist die Produktion? Bei 40. Ich hoffe, der hat jetzt natürlich Vorfahrt. Okay, dann dauert das einen Moment, bis der Stahlzug dort oben wirklich ankommt. So, wie sieht das bei dir aus? Zeig mal her hier. Na, komm her. Da. Der ist voll. Nein, da wollen wir hin. 25 Linie 1, 48 Linie 2, zwei Züge voll, das passt, perfekt. Sollen ruhig ein bisschen warten. 20.000 machen wir hier Einnahmen, damit haben wir noch gar nichts geschafft. Der Kohle- und der Eisenerzzug, die müssen natürlich hier auch ihre Kilometer ruppen, damit wir damit Geld verdienen. Da kommt der Eisenerzzug. Wenn nicht, müssen wir die halt ein bisschen länger machen. Gucken wir mal hier hin. Ist einer von den beiden, mal gucken. 30.000, die Linie 7 war das. Dann kommt jetzt der Kohlezug. Ah, der ist schon durch, okay. Wunderbar. So, fährst du jetzt weiter hier? Jo, der fährt weiter. Wir werden nur den da beobachten, weil wir müssen, bevor unser Geld aufgebraucht ist, müssen wir auf jeden Fall das Zeug da wegholen. Dann können wir schon mal so ein bisschen umschauen, bis der dort oben ist. Dort haben wir die, können wir die Schlacke loswerden. Haben wir hier auch irgendwo eine Stein... So ein Steinding. Steinbruch. Da hinten ist einer. Zwei sogar. Nach Freinsheim fahren wir sowieso schon. Also bietet sich das vielleicht an, dort die nächste Linie zu planen schon mal. Jetzt kommt auf jeden Fall der erste Stahlzug. Dauert nicht mehr lang. Der wird jetzt nach hier oben richtig zu kämpfen haben. Ich habe vielleicht eine Doppeltraktion, aber das kostet dann auch wieder Unmengen an Geld. Mal nochmal hier ins Fenster reingucken. Also die Linie 1, die Macht gewinnen. Bei dem anderen ist die Frequenz wahrscheinlich noch ein bisschen zu niedrig mit 13 Minuten. Aber wir sehen das gleich. Die Stadtlinie müssen ja auch jetzt irgendwann anfangen, Gewinne zu machen. Dann sind wir schon bei 1961. Der ist jetzt natürlich arg langsam hier. 12 km/h juckelt er den Berg hoch. Mal hier so ein bisschen... Oh ja, das ist wirklich eine ganz fiese Steigung. Aber anders ist nicht möglich. Beziehungsweise doch, wäre möglich gewesen, aber da hätte ich hier ein ganzes Stück Gleis drum herumlegen müssen. Das kostet dann auch wieder Geld, beziehungsweise die Betriebskosten. Also wir gucken jetzt auf jeden Fall mal, ob das hier jetzt läuft, wenn der Stahl ankommt, ob der hier produziert. Wenn er nämlich produziert, dann können wir das Zeug weg. Ich meine aber, beobachtet zu haben, dass ein Material reicht zum Produzieren. Wenn nicht Holz, sollten wir relativ schnell irgendwo herbekommen. Aber wir sehen das ja jetzt gleich. So, da kommt der Klingeling. Gucken wir mal. Potenzial ist natürlich wesentlich höher. Linienbenutzung? Nein. Warum? Ne, müssen wir gucken, dass wir Holz daran holen. Wird hier drüben Stahl ausgelagert? Ja.
Also bis jetzt ist da noch nichts. Details. Zeig mal hier. Ja, dann müssen wir Holz ranholen. Okay, dann gucken wir mal, wo wir Holz herkriegen. Da haben wir Stahlfabrik da oben in Winsbach ist ein... Hallo? Wo kriegen wir Holz her? Also müssen wir wohl hier Holz und Stahl oder Holz und Plastik zum Produzieren ranholen. Müssen wir gucken, wo wir Holz herholen. Wo holen wir Holz her? Holz. Da oben ist auf jeden Fall eine Holzfarm, also ein Forst quasi. Aber das muss ja irgendwie an die passen, an die Linien angepasst. Aber so viel Geld haben wir auch gar nicht mehr. Das ist ja auch noch, kommt da auch noch dazu. Wie viele Einnahmen machen wir? 400.000. Betriebskosten sind 800. Ja. Haben wir hier irgendwie einen Forst? Da oben ist einer, der ist aber auch nicht mit der Straße erreichbar. Plaste vielleicht. Da haben wir Öl. Das könnten wir dort rüberbringen. Dann wird hier das raffinierte Öl. Das können wir hier hinbringen. Dann können wir da Plastik. Aber Plastik müssen wir auch Holz für haben. Also auch Quatsch. Dann lassen wir da wohl erstmal einfach so laufen. In der Hoffnung, dass wir damit genug Geld verdienen. Da ist schon wieder irgendwas angekommen. Ja, hallo, guten Tag. Das mit dem Holz ist natürlich blöd. Dann nichts so dicht beieinander ist. Wir können mal hier runter gucken nochmal. Da ist aber auch nichts. Ist hier in der Ecke irgendwas eigentlich? Nö. Oh, die Ecke ist ziemlich leer. Wie sieht das hier in der Ecke aus? Da wäre nochmal eine Holzproduktion, aber da sind wir ja auch schon. Also müssen wir schon gucken, dass wir von hier das Holz irgendwie wegkriegen. Dann fahren wir nach Winsbach, würde ich sagen. Machen wir hier. Guten Tag! Wollt mal Hallo sagen. Dann gucken wir, dass wir in der nächsten Folge nach Winsbach kommen. Gucken wir uns mal die Höhenlinien an, wie das da ausschaut. Das sieht natürlich mehr als bescheiden aus. Müssen wir so ein bisschen serpentinenmäßig fahren. Das ist schon heftig. Und dann können wir quasi hier nach Winsbach schon mal Personenverkehr machen, könnten dann von dort das Holz auch runterholen und dann dürfte das laufen. Und hier ist ja genug Potenzial, also da geht eine Menge rein erstmal noch, bis wir das mit dem Holz hinkriegen. Und wir haben Betriebskosten von 879, die sollten wir aufs Jahr eigentlich auch hinbekommen. Wir sind jetzt im... Ja, komm, wir müssen das neue Jahr mal abwarten. Mal die Höhenlinie mal wieder aus. Knallt uns jetzt natürlich richtig in die Kasse, aber... Ja, haben wir eine Menge Geld verloren. Yes. Wenn wir es schaffen, den Zug da öfter fahren zu lassen, würde uns das was nützen. Natürlich auch erstmal mit Kutschen das Ganze machen. Aber das ist halt auch ein ewig langer Weg. Hier ist keine Brücke und nix. Das ist echt blöd hier. Ah, das kriegen wir schon hin irgendwie. Wir sind Betriebskosten. Wenn wir 81.000 im ersten Monat einnehmen, dann sollte das passen. Zack. Ah, da kommen noch so viele Zinsen oben drauf, ne? Natürlich auch eher dürftig.
Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge in Ruhe nochmal an. Wenn ihr dann auch wieder dabei sein wollt, dann abonniert mich. Ansonsten lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin von mir, wie immer, eingepflegtes, reingehauen, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.